Mäusefreunde, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Pokémon Hardcore Randomizer Nuzlocke. Und heute wird's mal wieder ein bisschen ernster. Aber bevor wir loslegen, möchte ich einmal eins loswerden. Nämlich möchte ich euch einfach mal danken für den meiner Meinung nach wirklich klasse Support hier bei diesem Projekt. Also ich habe echt das Gefühl, diejenigen von euch, die dieses Projekt verfolgen, die haben auch Bock darauf. Und ich kann dazu nur sagen, erstmal vielen Dank nochmal. Also habe ich gerade schon, ich glaube, ich wiederhole mich schon wieder mit Danke, Danke, Danke und so. Ist egal, ich kann das nicht oft genug sagen. Aber auf jeden Fall möchte ich auch sagen, dass ich genauso viel Bock auf das Projekt habe, dass es mir manchmal echt schwer fällt, im Moment tatsächlich nur irgendwie so den zweiten Tag ein Video hochzuladen. Es liegt ein bisschen auch daran, dass ich ein bisschen länger für den Schnitt brauche, auch natürlich. Aber ich habe auch tatsächlich einfach immer so Bock weiter zu zocken, das Projekt voranzutreiben, dass er wahrscheinlich, mal gucken, gibt es ab kommendem Wochenende wieder, oder ab diesem, ich weiß gar nicht, wann die Folge jetzt erscheint hier, an welchem Tag, wieder 3 Folgen täglich, also mit den anderen beiden Projekten, die noch laufen, Troller Princess und Mario 3D World, dann jeweils ein Video zu jedem Projekt wieder. Aber das nur am Rande. Wir gehen jetzt in die Arena rein. Wir werden mal gucken, was hier so losgeht. Ich habe ja auch gesagt, wir werden das Team erstmal nicht ändern. Eventuell, wie gesagt, ich warte auf eure Kommentare noch, ob Squawks durch Chefin, also unserem Taubos, ersetzt wird. Obwohl ich tatsächlich sagen muss, ich glaube, das wird dann passieren, wenn man mich fragt, jetzt tatsächlich mittlerweile, was bisher einen richtig guten Job macht, das Plauderguy. Wenn es einfach stirbt, ganz ehrlich. Oder wenn wir irgendwann sagen, ja, wir fangen jetzt erstmal eh keine Pokémon, dann wird vielleicht Taubos trainiert ein bisschen. Mal schauen. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, welche Pokémon hier in der Arena auf uns warten. Hey du, zukünftiger Champ! In dieser Arena erwarten dich Trainer mit Pokémon vom Typ normal. Normalerweise zumindest. Wenn du sie herausfordern willst, denke ich dir ans Herz, Kampf-Pokémon im Team zu haben. Ach ja, noch was zur letzten Folge. Da war ja wieder im Kaufhaus ein Tauschgeschäft, also mit einem NPC hätten wir ein Pokémon tauschen können. Das ist, glaube ich, eigentlich ein Traumato mit einem Macholo. Und Macholo wäre jetzt in der Arena normalerweise echt gut. Da hätte man nämlich ein Kampf-Pokémon, das man einsetzen kann. Und ich habe es früher immer in der Golden Edition getauscht, auch weil ich es haben wollte. Für die normalen Pokémon hier. Das kann ich euch versichern. Und das Macholo ist immer weiblich gewesen und hieß Herakles. Das fand ich auch gut. So, fangen wir mal an. Erster Trainer hier. Oh, du musst wohl noch etwas wachsen. Du gefällst mir. Und deshalb werde ich es dir nicht einfacher machen. Hab ich das gar nicht verstanden? Schönheit Mata. Sumpex, Tatsächlich hat Sumpex eine Typenkombi, die uns auch recht gefährlich werden könnte. Da wir kein Pflanzen-Pokémon haben, wie man hier im Team sieht. Aber ich bin mir sicher, Squawks kriegt das gebacken. Schnabel, auf geht's. Zack. Letzte Wasserattacke einsetzt, macht's aber nicht, schade. Dann würde ich die auch einsetzen mit Spiegeltrick tatsächlich. Wo Squawks hat auf Schnabels Dab, ne? Jetzt Zackle ein, ist doch jetzt ein Witz, oder? Oh, guck mal, unser Squawks, der macht das. Oh, ein Volltreffer, okay. Easy peasy, fertig hier. Das Sumpex. Aber ich hoffe echt irgendwie, dass wir in der Arena ein bisschen auf die Fresse kriegen, mal tatsächlich. Einfach damit ihr ein bisschen mehr Unterhaltung auch habt. Denn bisher hatten wir echt zu viel Glück, muss man sagen. Mal gucken, welche Pokémon Bianca hat, denn ich habe immer ein bisschen Angst vor ihr wegen ihrem Miltank früher gehabt. Und ich. Klar, sie hat ihr Miltank jetzt vielleicht nicht. Vielleicht doch. Furienschlag will ich gar nicht lernen eigentlich. Wüsste nicht, wofür ich das. Nee, ich hasse diese 2-5 Mal Attacken, die dann meistens eh nur 2 Mal treffen bei einem selbst. Komm, weg damit. Will ich gar nicht lernen. Ist auch eine normale Attacke. Weg damit. Tschüss. Menki, jawohl. Direkt das richtige Pokémon draußen. Das ist schon Level 13. Die hätten tauschen müssen, die beiden. Wenn Sumpex Level 13 gewesen wäre, wäre es ein größeres Problem gewesen. In der Hinsicht wieder Schwein gehabt, ey, sag ich ganz ehrlich. Was hat die eigentlich? Wieso? Wie Senior? Kann das sein? Könnte ich mir vorstellen, ja. Radfratz Radikal, wobei vom Level her das beides nicht passen. Eigentlich, weil sich wie Senior nicht, oder wie soll ich auf Level 13 entwickelt. Oder vor Level 13. Und ein Skunkabu. Ein Gift-Pokémon. Gift und nicht, glaube ich sogar, ne? Wisst was, Squawks, der wird zwar jetzt langsam. Okay. Ich werde ihn doch nicht weiter einsetzen, glaube ich. Der kommt zwar langsam in eine gefährliche Range mit dem Überleveln, aber. Da wird es eh auswechseln. Da müssen
Spezialattacken ran, da würden sich auf jeden Fall vier Kandidaten anbieten gerade. Ich nehme mal Leo. Wir fackeln das Vieh ab. Ich habe gehört, Fürste von Stinktieren, die brennen besonders gut. Fups. Okay, es war jetzt auch ein Volltreffer, aber Spezialverteidigung war unter aller Sau. Gefühlt. Und damit ist die Schönheit Martha besiegt. Mal sehen. Ups, schon vorbei. Danke fürs Geld. Da gehen wir weiter. Ach, übrigens, hier da, wo ich jetzt gerade drauf laufe, man sieht es jetzt nicht so gut. Wenn man jetzt die ganze Arena auf einem Bild sehen würde, dann wird uns besser sehen. Das hier ist von der Form her, wo ich gerade rumlaufe, ein Pipi, glaube ich. Pipi oder Pomeluff, ich würde aber eher sagen Pipi. Wie gesagt, wenn man das Komplettbild sieht, dann sieht man es besser. Ich glaube sogar im Original auf dem Gameboy hat es doch besser gesehen. Das ist der nächste Trainer. Hier oder was? Aber Squawks wechsle ich jetzt mal eben aus. Obwohl, ne, komm, der macht mal weiter, der ist doch gut dabei. Auswechseln kann ich immer noch, ne? Schlag Ort nicht zu, sonst werde ich es tun. Okay, ich bin gespannt. Schöner Tina. Ein Psyana, nice. Oh. Guter Level schon. Dabei. Manga-Fan muss ran, wobei ich hätte jetzt auch... Ne, hätte ich nicht. Ich hätte auch Orochimaru einsetzen können. Aber da ist die Attacke, vor der ich mich gefürchtet habe, da bei dem Gift-Pokémon. Das wäre nicht gut gekommen. Okay. Ich glaube, wir haben ein Problem mit Psyana, glaube ich. Das könnte auch echt gefährlich werden hier. Ach du Scheiße. Aber Seegesang wirkt ja wohl, das ist echt gut. 2 KP wieder aufgefüllt. War Seegesang echt immer schon so schwach? Und kriegt das hier nach Schaden auch KP wieder her? Ach du Kacke. Das Vieh meint's ernst, ne? Und dass die nächste Ampel leuchtet, mach mal hier Verwirrung oder so drauf, das wäre geil. Macht's aber nicht schade. Ah, dann nicht. Komm, versuchen wir mal eine Prio-Attacke, genau, Eissplitter. Blub. Das müsste eigentlich auch reichen wegen Step-Move, ne? Tschüss, geht doch. Ich schätze, beide kriegen jetzt ein Level ab, oder? Manga-Fan und Squawks. Yep, Squawks auf jeden Fall. Manga-Fan aber auch. Es wird langsam mit Squawks, auf jeden Fall von den Werten her. Level 18, okay. Bei dem muss ich echt aufpassen. Knilz. Ja, da haben wir doch auch wieder ein passendes Pokémon für. Auf geht's, Leo. Ah, der Absorber, du kleines Drecksi. Willst mir Lebensenergie absaugen, ey. Glut, tschüss. Oha. Das hat's ganz gut weggesteckt eigentlich. Okay, es ist auch Level 16, ne? Das darf man jetzt wieder nicht aus Acht lassen. Jetzt gerade war echt so ein passender Moment, wo ich den Ruzuki vermisst habe, so ein bisschen. Nochmal die Prio-Attacke draufhauen. Um mal sicher zu gehen. Oh nein, Mauzi, bitte verzeih mir. Ah, okay. Das ist ja eigentlich ein Mauzi. Oder zwei Mauzi vielleicht sogar. Komm ich hier nicht durch? Hä? Oben komme ich lang. Oben komme ich weiter. Ist eine Sackgasse. Wen trainieren wir denn jetzt mal? Ich würde sagen Leo wieder. Gut. Ist hier vielleicht ein Doppelkampf möglich? Nein. Ja, wahrscheinlich nicht. Nur weil ich so klein bin, solltest du besser nicht unachtsam werden. Jetzt pass auf, die hat die besten Pokémon. Jetzt passt mal auf, ey. Was wär's jetzt natürlich? Höre Jennifer. Tragosu. Okay, damit sind wir mit Leo schon mal an der falschen Adresse hier. Ey, schon Level 17? Was zur Hölle? Hat Bianca echt nur Level 19 Pokémon? Ich wundere mich gerade ein bisschen. Ja, ja, wenn wir jetzt schön auf die Nase fallen, dann ist das halt so, ne? Die Trainer sind schon so stark, das wundert mich gerade ein bisschen. Schon die Aquawelle drauf geballert. Und weg ist es. Bringt auf den Energiefokus nichts bei Tragosu. Leo Level 18, schon. Upp.
Poseidon Level 70, ich muss echt aufpassen mit dem Level. Hat der Spezialangriff plus 4, echt jetzt? Krass. Verflixt, scheinst du tatsächlich besser aufpassen zu sein. Okay, sie hat auch nur ein Pokémon, deswegen so ein hoher Level. Logisch. Ja, dann kommt schon rein. Poseidon möchte ich gerne ein bisschen zurückhalten tatsächlich. Trinke ich lieber die anderen erstmal. Ich mag niedliche Pokémon lieber als starke. Und die Pokémon in meinem Team sind beides, niedlich und stark. Ich will nicht wissen, welche sie jetzt im Randomizer hat. Gyrobetina. Tropius. Kenn ich schlecht. Er ist zwar Pflanzeflug. Aber wie viel EP bis zum nächsten Level? Ich dachte, irgendwo 641. Ne, ich setze Leo ein. Die Palme da, die wird abgefackelt. Okay, Spezialangriff steigt. Nicht Wachstum. Aber nicht die Verteidigung zum Glück. Und nochmal Wachstum, alles klar. Dann greifst du halt nicht an. Ich stört auch noch mit der Schneider auf Leo, ehrlich, ne? Aber den werde ich bei Gelegenheit dadurch auch echt vergessen lassen. Wenn es geht, ohne irgendwelche Kosten zumindest. Doch wir brauchen keine Herzschuppe dafür oder so. Ramaidon. Oha. Ich könnte Überbrückung, okay. Uff. Okay, Glück gehabt. Das war jetzt doppelte Stärke durch den Tausch. Gut predicted, ey, den Wechsel. Ehrlich jetzt. Das war schon ein mieser Move, ey, ehrlich. Alter, das geht mit einem Schlag kaputt. Also, Poseidon ist zu stark. Also, wenn wir den verlieren, dann haben wir auch echt ein großes Problem. Denn das ist echt ein sehr starkes Pokémon weg. Pinsir. Wen wechsle ich da ein? Squawks? Squawks, ja. Sehr schön. Geowurf, okay. Zieht anhand des Levels Schaden ab. Okay, das waren 15. Okay, wir haben noch einen, halten wir noch aus auf jeden Fall. Schnabel. Sehr effektiv. Aber Pinsir ist natürlich eine Maschine. Okay, ich habe ein bisschen Angst vor dem Move jetzt, aber ich will jetzt auch ungern auswechseln. Okay, jetzt könnt's. Okay, Gio, da macht der Energiefokus einfach null Sinn. Weil es einfach keinen Volltreffer gibt dabei bei der Attacke. Tschüss. Oha, Skox ist fast ein Level auf wieder aufgestiegen wieder auf Level 19. Auch nur fast. Oh nein, 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 nein. Doch. So, wir könnten jetzt natürlich direkt zu Bianca gehen. Aber, Freunde, ich würde doch mal gerne noch mal mein Team heilen. Denn mit dem angeschlagenen Team möchte ich jetzt ungefähr kämpfen. Deshalb sehen wir uns hier gleich an Ort und Stelle wieder. Und dann machen wir sie fertig, hoffentlich. Okay, Freunde, da sind wir wieder. Team ist geheilt und wir können direkt loslegen mit dem Kampf gegen Bianca. Hier seht ihr es doch mal. Wobei sich jetzt gerade noch mal die Frage stellt, mit wem führen wir an den Kampf? Ich würde tatsächlich sagen mit Orochimaru, weil er sehr vielfältig ist. Manga-Fan auch theoretisch. Aber ich guck mal kurz in den Bericht von beiden. Es hat drei verschiedene Typen, ne? Aber das hat vier verschiedene Typen, die wir benutzen können. Wobei Schlecker ist nicht die beste Attacke ist natürlich, aber wir können damit immerhin noch Gegner paralysieren, theoretisch. Deswegen bleiben wir aber dabei. Orochimaru wird schon richten. Okay, toll. Kann ich das wieder fixen? Ja, sehr gut. Okay, Bianca, ich bin bereit. Du auch? Zeig mir, was du kannst. Hallo, ich heiße Bianca. Warte mal, haben wir uns nicht schon einmal im Radioturm getroffen? Dieser Pokémon-Trainer, stimmt's? Bist du Takatena, ein Pokémon, was? Man sind auch viel zu süß. So süß, dass ich sie am liebsten... Wie? Du forderst mich zum Kampf heraus? Ich warne dich, ich bin sehr stark. Ich hoffe es, ja. Ich zeichne dafür schon mal ihre Muckis, ey. Eine Herausforderung von Leiterin Bianca. Zwei Pokémon hat sie. Oha, Aquana direkt.
Ich könnte natürlich jetzt zu Sean wechseln, das, was nicht verkehrt wäre. Aber ich würde erstmal mit dem Schlecker versuchen, es zu paralysieren. Hätte ja gut geklappt, scheiße. Kleine Drecksvieh, Giftschweif. Vielleicht geht's ja auch eine Vergiftung drauf, das wäre auch in Ordnung. Nichts geht drauf, ey. Die Sandwirbel-Taktik geht mir jetzt schon auf den Nerv. Orochimaru lässt sich nicht irre, trifft einfach immer wieder. Das ist die Aquaknarre, okay. Okay, es war ein Volltreffer, ich wollte gerade sagen, Alter, was ist denn jetzt los? Der Supertrank, shit. Ach, ich wollte Giftschaf wieder einsetzen, egal. Es trifft eigentlich immer, ne? Was ist denn hier los? Wenn jetzt ein Volltreffer kommt, ist Orochimaru weg. Deswegen... Scheiße. Okay, wir müssen raus. Donnerschock muss es richten. Ich hoffe, es verliert nicht so viel KP jetzt. Das wäre schlecht dann. Das ist in Ordnung. Aber auch hier Volltreffer und weg ist es. Da ist unser Elektro-Pokémon weg, ne? Alter Sean, du machst es spannend. Scheiße. Da muss ich einen Supertank. Warte mal, ich will halt die 80. Ja, gut, die 2 KP machen es jetzt auch nicht wett, ne? Supertank muss er ja. Okay, sie wechselt das Pokémon aus, also zeigt sie jetzt dir. Sie hat einen Groudon. Und ich hätte vor diesem Vieh jetzt echt Schiss. Wer will ich das perfekte Pokémon dagegen hätten? Poseidon, du musst raus. Die hat ja so die Arschkarte gezogen, was ist das denn? Aber Groudon, nicht schlecht, ey. Endlich mal ein Arena-Leiter, der als... Also gut, wir hatten ja jetzt bisher nur 2. Und Kai hatte kein legendäres Pokémon, aber Falk hatte 1. Das war aber das schwächere Pokémon. Und ihr stärkstes ist tatsächlich ein legendäres, ey. Und unser Kyogre brennt. Ach du Kacke. Na gut, das physische muss nur schwächer werden und nicht spezielle. Alter. Das ist schneller als Kyogre. Hätte ich jetzt nicht gedacht, tatsächlich. Wir treffen 2 Naturgewalten aufeinander, Freunde. Zum Glück haben wir... Unser Poseidon jetzt erst eingewechselt, weil der Regen Gordon jetzt schon ordentlich schwächt, ja, muss man schon sagen. Okay, ist mir egal. Dann geht jetzt halt Aquana erstmal drauf. Dass die Pokémon auswechselt, ist auch geil. Oh Mist. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dem hat zwar Urabsorber. So, also ich halte jetzt erstmal die Verbrennung. Denn wir haben schon mal ein Pokémon durch Verbrennung verloren. Das möchte ich jetzt nicht nochmal zulassen. Tackle, okay. Es rechnet weiter. Ich muss einen Body Slam raushauen. Natürlich. Ich hoffe, der reicht auch. Nicht ganz. Schade. Es rechnet weiter. Blöderweise. Ja, jetzt gleich kurz wieder rein und dann ist Dürre, ne? Dann habe ich einen Nachteil. Deswegen war der Move echt nicht schlecht, das Dings auszutauschen. Das Groudon. Ich überlege gerade, ob ich auch auswechseln sollte einmal. Dann. Aber zu wem ist die Frage? Das ist jetzt Flammsturm wahrscheinlich wieder ein, ne? Moment, das ist mein letztes, aber ich werde nicht verlieren, klar? Doch, wirst du. Dafür werde ich sorgen. Ich glaube bei Aquarelle. Ah, oh, da kommt der Supertrank. Ist auch fast voll geheilt, Alter. Was ist das denn? Ah, und schon ist die Aquarelle deutlich schwächer. Wenn ich mir sicher wäre, dass es Flammsturm einsetzt, würde ich herauswechseln, ne? Aber es kann auch sicher... Es ist eigentlich ein... Ist es überhaupt Typfeuer? Ne, ist Typ Boden eigentlich, ne, oder?
Ich verwechsel das irgendwie immer. Ich gehe immer wegen der roten Farbe davon aus, dass es Typ Feuer ist. Und bin auch immer davon ausgegangen, weil auf Wasser sehr effektiv ist. Aber ich meine, es ist Typ Boden, weil es halt die Landmassen quasi erschaffen können. Mangafan wäre auch eine Option. Ich versuche es mal zu verwirren. Oh, ich hoffe, es geht nicht drauf. Oh Gott. Was? 7 KP nur? Und wieder Verbrennung. Scheiße. Ja, ich wechsle auf jeden Fall jetzt aus. Aber wobei der Mangafan nicht die richtige Wahl ist eigentlich, ne? Ist ein Eis-Pokémon auch. Oh nein, das darf nicht wahr sein. Der teilt sich aber ihr Pokémon wieder, deswegen... Ich muss rauswechseln. In der Hoffnung, dass es nicht Lehmschuss, scheiße. Initiative sinkt noch? Genau, Initiative sinkt. Scheiße, Mann. Aber ist mir doch egal. Ich hab doch eine Prio-Attacke. Ist die sehr effektiv auf Boden? Jawohl. Es reicht nicht. Mist. Das ist ein hartnäckiges Vieh, ey. Ehrlich jetzt. Okay, kein Problem für einen Manga-Fan. Komm, mach's fertig. Das reicht jetzt. Sauber. Ohne Spaß, Leute. Ohne Poseidon wäre das ein richtig schwieriger Kampf geworden. Da sieht man wieder, dass wir bisher echt zu viel Glück hatten mit dem Randomizer. Ich hoffe, das ändert sich bald. Spiel aber sich gleich dran, Bianca. Schluck! Danke, ey. Alter, das war echt ein geiler Kampf. Uhuhuhu. Uhuhu, Schluchz. Du bist ja so gemein. Alter. Oh je, jetzt hast du Bianca zum Weinen gebracht. Keine Sorge, irgendwann gibt sie schon wieder Ruhe. Wie wann immer, wenn sie verliert. Was ist? Willst du noch irgendwas? Oh, du hättest gerne deinen Orden? So unnett, das hatte ich vergessen. Nee, das ist der Basisorden, den du so unbedingt wolltest. Alter. Der Basisorden erlaubt es dir auch außerhalb des Kampfes, die Attacke stärker einzusetzen. Und hier, das gibt's gratis dazu. Wir können jetzt schon Stärke einsetzen? Wir haben auch noch nicht mal Stärke. Kriegt man die Stärke her überhaupt? Darin befindet sich Anziehung. Diese Attacke bringt den Charme deines Pokémon voll zur Geltung. Passt das nicht perfekt zu einem süßen Ding wie mir? Ach übrigens, in der Nähe des Nationalparks wird nicht von hier, wo dein Wettkampfstadion eröffnet, die Poké-Athlon fallen. Mit deinem Talent im Umgang mit den Pokémon wäre es sicher nicht verkehrt, einen Abstecher dorthin zu machen. Das können wir uns echt mal angucken, finde ich, ja doch. Das ist eine Funktion, die ich eigentlich nie so beachtet habe, weil die mich einfach nie interessiert hat. Ja. Aber einen Blick reinwerfen nutze ich bestimmt. Vor allem, vielleicht gibt es da irgendwas, an Items oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. So, wir können jetzt theoretisch weiter. Ich guck mich jetzt hier doch ein bisschen um in Lucatia City. Ich glaube, wir müssen hier rein, um weiterzukommen später. Hast du schon von diesem merkwürdigen Baum auf Route 36 gehört? Angeblich beginnt er zu tanzen, wenn man Wasser über ihn schüttet. Oh, das ist ja der Ort aus der Pokémon-Arena von Lucatia City. Was, hast du das Bianca besiegt? Da brauche ich mir wohl keine Sorgen, um dich zu machen. Hier, ich leihe. Nein, ich schenke dir diese Schickikanne. Sauber. Die werden wir auch brauchen. Alter, ich muss jetzt doch mal in mein Team gucken. Guck ich das mal bitte an. Orochimaru hätte leicht sterben können. Poseidon auch, wegen der Verbrennung. Alter. Und die anderen drei, die haben wir gar nicht eingesetzt, ne? Also ich habe jetzt nicht die Sorge gehabt, dass wir das komplette Team hier verlieren in dem Kampf, aber... Da sind wir wieder echt glücklich weggekommen. Ja, komm, danke, ich sehe nichts. So, sind zwei Leute sogar hier drin. Manchmal kann auch ein gesundes Pokémon nicht mehr angreifen. In diesem Fall solltest du es in einem Pokésitter und mit Hilfe eines Alpes wieder heilen. Neulich sind all meine Pokémon im Kampf die Angriffspunkte ausgegangen. Es konnte eine bestimmte Attacke nicht mehr einsetzen. Das ist natürlich Pech, ne? Eine Sache gibt's noch, die wir uns auf jeden Fall jetzt noch angucken. Denn, wir können in dem Spiel schön Influencer werden. Hier soll es irgendwo einen neuen Fahrradladen geben, aber wo bloß? Ich finde ihn einfach nicht. Hier unten ist er. Fahrradladen. Die Welt ist ein Radweg. Der Fahrradladen von Lucatia City schickt auch dich auf die Reise.
Wollen wir doch mal sehen. Wir haben ja den neuen zweistelligen Fahrradladen eröffnet. Aber es kommen einfach keine Kunden. Was sagst du? Willst du dich für mich auf den Drahtesel schwingen und Werbung für uns machen? Na klar. Wirklich, ganz im Ernst. Instagram-Stories und so weiter und so fort kommt natürlich auch noch dazu, ne? Frag mir doch bitte deinen Namen und deine Telefonnummer. Ja, der hat Fahrrad. Wenn schon Influencer spielen Pokémon, dann richtig, ne? Heißt das Instagram? Pokegram heißt das wahrscheinlich, oder? Okay, Freunde, wir haben jetzt ein Fahrrad. Das werden wir auch mal direkt hier registrieren. Ich glaube aber, ich muss erstmal die Angel aufheben. Weil ich das an erster Stelle gerne hätte. Registrieren, genau. Dann die Angel auch gerne wieder registrieren. Man kann, glaube ich, zwei Autos registrieren, oder? Ja. Noch zwei, perfekt. Das Ganze sieht dann so aus, wie jetzt hier unten auf dem unteren Bildschirm zu sehen. Also kann ich jetzt Radfahren jederzeit. Was ist denn hier noch drin? Wenn ich Items auf meine Pokémon anwende, freuen sie sich immer sehr. Meinst du deine Pokémon gut, wenn sie dich regelrecht lieben? Ist ja eine Frau, hupsala. Och, lass ich mal einen Blick auf dieses Pokémon werfen. Es ist ziemlich niedlich. Ja, sagt die zu einer Schlange, alles klar. Stündig werden meine Pokémon bei Kämpfen besiegt und bewusstlos. Vielleicht ist das ja der Grund, weshalb sie mich nicht ausstehen können. Das stimmt, ja, wenn Pokémon draufgehen, was für uns aber völlig egal ist, dann, weil die dann eh weg sind, dann hassen die einen. Ein bisschen mehr. Feststart mit Charme, Lucatia City. Ja, Freunde, ich würde sagen, wir beenden die Folge heute. Ich werde dann meine Pokémon heilen und dann gehen wir beim nächsten Mal noch ein bisschen hier auf Städtetour. Lucatia City. Ich hatte ja schon gesagt, wir müssen noch in den Untergrund. Da warten noch ein paar Trainer. Aber, ja. Arena-Kampf reicht mir völlig. Fahrrad haben wir jetzt auch. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat und was ihr eventuell gemacht hättet. Aber ich denke, wir haben es relativ gut geruppt. Am Ende mit gegen Gwaldon und... Ich spuche natürlich sie noch. Weiß ich schon gar nicht mehr, ist auch egal. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen hoch fürs Video da, würde ich mich sehr darüber freuen. Und natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss mit Öl. Euer Basokasu.